nach einem Totalausfall letzte Woche mit unserer Festplatte gibt es jetzt diese Woche unsere Roomtour. Fiat Ducato H2L2 mit 140 PS und 2019er Baujahr. Bei unserem Ausbau hatten wir drei Schwerpunkte. Einmal die Küche, die sollte möglichst groß sein. Dann viel Stauraum und Leichtbau. Unser ganzer Camper wiegt unter 2,9 Tonnen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Kommt mal mit. Beim letzten Video hatten wir euch gebeten, ein paar Fragen zu stellen und die beantworten wir am Ende dieses Videos. Wir starten gleich mit unserer Küche. Wie ihr seht, haben wir keine Standardmaße, sondern 45 cm Tiefe. Das ergibt sich eigentlich daraus, dass wir gesagt haben, wir möchten hier sehr, sehr viel Platz haben. Wir haben hier wirklich die Möglichkeit, aneinander vorbeizugehen und stressen uns irgendwie nicht und schubsen den anderen beiseite. Das war halt unser Hauptaugenmerk. Ja, wir haben hier unseren 50 Liter Kühlschrank von Vitrifrigo. Der ist relativ flach und wird deswegen auch in kleineren Campern gerne verbaut. Für uns war es total ausreichend und wir haben vor allen Dingen auch so ein kleines Gefrierfach. Das ist für uns halt auch noch so ein kleines Highlight gewesen. Vor allen Dingen passt er einfach super ohne Probleme in so eine schmalere Küche. Ja, hier unten haben wir gesagt, wir packen unser ganzes Essen hin. Wir haben uns deswegen für relativ tiefe Schubladen entschieden und damit diese Container hier auch reinpassen und wir einfach viel kochen können. Hier oben haben wir unsere Teller und noch so Trenner gekauft. Einfach so ein bisschen sporadisch am Anfang, aber für uns hat sich das total bewährt. Und dann haben wir hier unsere Töpfe und Pfannen. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Besteck. Das sieht ein bisschen chaosmäßig aus, aber für uns vollkommen normal und vollkommen in Ordnung. Ja, und das ist hier unser kleines Highlight, unser Induktionskochfeld. Portabel, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach die Arbeitsfläche immer frei haben. Und das können wir hier bei unseren 230 Volt halt einfach locker anschließen und das halt einfach easy wieder verräumen. Wir kochen fast nur mit Strom, außer wirklich in Notfällen. Also wenn es die ganze Zeit schüttet und grau-grau ist und unsere Solarpaneele nicht genug abbekommen, dann müssen wir halt einfach mal auf Gas zurückgreifen. Aber das kommt sehr, sehr selten vor. Vor allem nicht auf den Riffer. Smart, ne? Okay, so. Ja, und hier unten haben wir unser kleines weiteres Highlight, nämlich unser kleiner süßer Apothekerschrank mit unseren ganzen Gewürzen und unseren, ja, alles was so anfällt, ne? Honig und Co. und halt auch unsere ganzen Öle, weil wir einfach so viel Salat essen, dass wir ganz viel Kernöl importieren immer. So, ja, und hier unter der Spüle haben wir gesagt, wir haben irgendwie ein bisschen extra Stauraum über. Das heißt, wir haben hier unser Notfallgas, einen Mülleimer, der unter jeder Spüle vorhanden ist irgendwie und unten noch unseren Boiler, unseren Warmwasserboiler und dann halt noch so Kleinigkeiten, wo man immer nicht weiß, wo man damit hin soll. Unsere Spüle, die ist aus Edelstahl und das Tolle an dem ist, dass sie unter 3,5 Kilo wiegt. Da haben wir relativ lange gesucht, da sind wir richtig happy damit, weil sie auch relativ tief ist, da spritzt nicht raus und da die dazu passende Armatur, die ist auch schwarz und wir haben hier einen Adapter dran, da können wir, wenn es wir einschalten, den Strahl wechseln. Das ist ein Sparstrahl und wir können hier nachher, wenn wir das nach oben drehen, dazu das umleiten, dass es nach außen geht und hier können wir nachher draußen eben warm duschen. Wir haben nämlich eben einen 6 Liter Boiler unten verbaut, der funktioniert eben unter anderem, wenn wir sie einschalten mit Strom, also 12 Volt. Oder wir haben die Option, wenn wir sowieso einheizen mit der Standheizung, dass wir das einfach mit verbinden, ja, wir das dann einfach rüber. Das bedeutet, dass es links rüber diese Warmluft geht und kommt nachher zum Boiler und wird dann aufgeheizt und dann haben wir auch warmes Wasser. Also das ist die tolle Option, dass wir es mit der Standheizung aufheizen können oder eben mit 12 Volt. Jetzt kommen wir unter die Küche, weil da haben wir auch einen Stauraum. Wir haben hier eine Platte, die kann man mit einem Löffel aufmachen und da unterhalb drinnen ist eine Wanne. Die war eigentlich zuerst gedacht, dass so eine Notfall-Indoor-Dusche, da hätten wir so einen Rahmen gebaut, dass wir herinnen duschen. Wir haben es nie genutzt und deswegen brauchen wir es nicht wirklich. Jetzt haben wir das als Stauraum, da sind unsere ganzen Duscharmaturen drinnen und die Handtücher. Da kann man auch Konservendosen oder was auch immer reingeben. Das ist unser erster Stauraum.
Okay, hier ist unsere Standheizung, da kommt die warme Luft raus. Da haben wir wirklich geschaut, dass es genau in der Mitte ist, dass es dazu die Füße nachher bläst, wenn wir da sitzen, dass es dann nachher schön warm ist. Wir haben hier geschaut, eben, dass wir 13 cm frei haben, damit eben unter anderem die Wanne reinpasst und dass die Schuhe nachher unten auch noch Platz haben. Wir können das einfach rausnehmen, da kommen die Schuhe einfach rein, weil, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, sonst ist immer alles voll mit Schuhe da im Raum. So können wir das einfach wegschieben und die sind dann wieder drinnen. Das ist richtig praktisch, da sind wir richtig happy. Ja, und hier kommen wir zu unserem Essbereich. Wir haben einen ausziehbaren Tisch von 50x60 verbaut mit Unterflurschienen, den wir gerne auch zum Arbeiten benutzen. Es passen knapp unsere Laptops drauf, wir müssen sie ein bisschen drehen, aber für uns vollkommen ausreichend. Ja, und wer uns schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass es dauernd um das Thema Essen geht, weil wir uns sonst ganz viel streiten und auch ein bisschen Futterneid haben. Hier haben wir nochmal Stauraum unter unseren Sitzmöglichkeiten. Also auf dieser Seite wieder Platz für noch mehr Essen. So, unterm Tisch haben wir eine Schublade und das ist eine ganz besondere Schublade für uns, das ist nämlich die Elektrikschublade. Wir haben das nämlich so verbaut, dass wir hier unsere Aufladebox haben. Ja, da stecken wir alles an, da haben wir die USB-Slots und da sind dann die ganzen Sachen eben zum Aufladen. Und wir können unsere Laptops aufladen und mit dem sind wir richtig happy, weil wir können dann die Kabel, die dann hier angeschlossen sind, die können wir dann da seitlich einfach raushängen lassen. Wir können dann die Laptops einfach raufstellen und können das nämlich das Ganze einfach nachher weiter nutzen, obwohl die Schublade zu ist. Hier hinten drinnen ist nämlich die ganze Elektrik verbaut, ja, die geht da runter und ist auch unten beim Sitz komplett verbaut. Das zeigen wir euch jetzt einmal. Da haben wir auch eben die Platten so verbaut, damit man da überall rankommt. Und hier ist einmal Stauraum und hier ist eine Platte verbaut, die kann man mit Magnete nämlich einfach entfernen. Und da befindet sich die 200 Lithium-Batterie mit allen Anschlüssen. Und hier haben wir zum Beispiel den Solarregler und hier ist der Ladebooster. Beide funktionieren mit 30 Ampere und hier sind nachher die ganzen Verbraucher angeschlossen. Zu diesem Stauraum muss ich noch etwas dazu sagen. Da haben wir uns echt viel dabei gedacht. Wir haben hier hinten alles frei gemacht. Das heißt, wir können ein ganzes Surfboard oder Ski eben von ganz hinten da durchschieben. Und das hätte, glaube 1,99 Meter, also knapp 2 Meter, passt da nachher eigentlich rein. Also, weil wir gerade vorher bei der Elektrik waren, ganz kurz zu den ganzen Anzeigen und was wir da alles haben. Wir haben hier einen Lichtschalter, der was einfach dimmbar ist. Man kann hier anschalten oder auf manuell, dann geht er stufenweise oder direkt auf dunkel oder auf hell drücken. Das ist echt praktisch. Dann haben wir hier eben noch weitere USB-Anschlüsse, wo man anstecken kann, die Laptops und so weiter. Dann gehen wir gleich hier weiter, da waren wir eh schon vorher, da haben wir den Wechselrichter, den man einschalten und ausschalten kann, das ist die Druckwasserpumpe und der Boiler. Warum haben wir das gemacht? Erstens als Sicherung, damit wir, wenn die Druckwasserpumpe nämlich immer eingeschalten ist und es ist ein Leck, dann gibt es immer weiter Wasser, dann wäre hier Hochwasser, deswegen schalten wir sie immer über Nacht aus. Und der Wechselrichter ist eben deshalb sinnvoll, weil wenn er immer eingeschalten ist, braucht er immer Strom. Deswegen kann man hier auch ein- und ausschalten. Und beim Boiler, wir brauchen den so selten, das haben wir deshalb so gemacht, weil der relativ viel Strom braucht. Wir schalten den nur ein, wenn wir wirklich brauchen einmal. Ja, dann haben wir hier weitere Anzeigen. Hier haben wir die Standheizung. Wir haben sie deshalb hier oben verbaut. Schaut vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es ist mega praktisch, wenn es mega kalt ist. Dann können wir gleich eben vom Bett aus die Standheizung anschalten und brauchen nicht extra aufstehen oder so. Und hier oben haben wir noch weitere Anzeigen. Das wäre jetzt eben für Wasser und Grauwasser. Ja, und dann haben wir ganz hinten auch noch vereinzelt USB-Steckdosen. Also von der kann man natürlich nie zu wenig haben. Oben auf dem Dach haben wir 380 Watt verbaut an Solarpanelen, um unseren Stromverbrauch zu sichern. Und weil wir auch mit Strom kochen, hat sich das wirklich total bewährt und sind total zufrieden. Ja, kommen wir zu unserem Bett. Wir haben eine Breite von 1,96 und das haben wir dadurch erreicht, dass wir hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite Aussparungen gemacht haben und eben nicht die Wand komplett durchgezogen haben, weil der kleine Sascha gar nicht so klein ist, nämlich 1,86 und damit er sich dann doch mal ein bisschen entspannen kann und die Füße entspannen kann und nicht da so eingespannt ist, haben wir uns für diese Aussparung entschieden. Die Matratze haben wir uns dann selber zurechtgeschnitten und hat eine Breite von 1,30. So, hier haben wir noch eine Schublade. Was glaubt ihr, ist da drinnen?
Da ist unser Klo drinnen. Das ist eine Trenntoilette. Für uns super praktisch, weil wir sehr oft autark stehen. Da wird ja alles getrennt nach Hand, keine Chemikalien. Somit kann man das leichter entsorgen. Also mit dem sind wir eigentlich recht happy. Ja. Der Stauraum über unserer Fahrerkabine sieht folgendermaßen aus. Hier ist wirklich sozusagen alles, was sonst nirgendwo anders einen Platz hat. Wir haben uns hier für so eine kleine Klappe entschieden. Einmal, damit es auch einfach sicher ist und nichts rausfällt, aber dass man es auch einfach nicht sieht. Also nicht irgendwie, dass es offen ist, weil das sieht dann immer so unordentlich aus. Wir haben die ursprüngliche Wanne sogar drin gelassen, weil sie es einfach total bewährt hat zum Reinigen. Hier ein kleines Highlight, unsere kleine Pflanze. Das ist eine Efeutute und die hält es ganz gut hier in unserem Autochen aus, weil sie einfach nicht so viel Licht braucht und super pflegeleicht ist. Alternative wäre noch Bogenhanf, da haben wir aber irgendwie uns dagegen entschieden. Wir kommen zu unseren Hängeschränken. Hier haben wir unsere ganzen restlichen Küchensachen, also unsere Gläser etc. Wie ihr hier hinten seht, haben wir das gefilzt. Das heißt, wir haben wieder keine Rückwände, einmal um Gewicht einzusparen, aber auch um einfach den Stauraum zu maximieren. Und haben hier noch nachträglich so einen Regalboden reingebaut. Das haben wir bei allen anderen Schränken auch gemacht, das seht ihr gleich, um einfach in die Höhe besser in die Höhe zu bauen und ein bisschen stapeln zu können. Alles, was man so zum Waschen und Reinigen braucht. Unsere kleine Bücher- und Spieleschrank ist hier. Und dann haben wir hier hinten unsere Klamotten. Boah, das ist sauber. Kannst du auch einfach ruhig sein. Da filmen wir da vorbei. Dumme Kommentare an der Seite. Ja, das war's von unseren Hängeschränken. Ja, wer sich gewundert hat, was das hier für eine Klappe ist, das ist unser kleiner Wäschedrop, meine Wäschedrop-Zone, also unser kleiner Wäschekorb. Da hinten ist so eine Eurobox, wo unsere Wäsche reinfällt. Und jetzt kommen wir zu unserer Garderobe, die wir nicht wirklich nutzen, beziehungsweise auch schon abgebaut haben, deswegen ist es relativ leer. Tada! Nach 10 Monaten können wir sagen, wir nutzen es nicht, es ist verbrauchter Stauraum. Wir wollen hier jetzt Regalböden bzw. auch wieder Schubladen verbauen. Das ist einfach sinnvoller. Wie ihr hier aber seht, sind hier die Federschnapper von uns verbaut, die sich wirklich bewährt haben als mechanischer Verschluss. Können wir das hier zumachen. Das hält wirklich bombenfest. Wir hatten noch nie Probleme, dass irgendwas rausfällt. Jetzt kommen wir zu unseren kleinen Extras, also Deko etc. Jeder Insta-Bus, nein, jeder Social-Media-Bus, haben wir gehört, braucht eine Lichterkette. Dementsprechend haben wir natürlich auch eine. Ist super, um abends noch zu lesen. Wir wollten hier nicht irgendwie noch was extra ranbringen an den Wänden. Und hier ist es einfach perfekt und sieht noch nett aus. Des Weiteren haben wir an der Seite hier haben wir einen kleinen Spiegel verbaut und noch so ein Körbchen, also wie so ein kleiner Nachttisch sozusagen, wo wir unsere Sachen hinein tun können und eine Pflanze. Diese Pflanze, ich habe keine Ahnung, welche Art sie hier ist, sie ist von Ikea und sie hält auch. Also sie kann ganz viel ab, viel Trockenheit und sie wächst und gedeiht. Außer, dass sie wieder geschreddert wurde, aber das ist Saschas Drohne. Es ist relativ hell, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das ist ein Sonnenglas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist relativ teuer, ist aber auch für einen guten Zweck. Handmade with love in South Africa. Ich finde es total süß und total nett. Wir packen das überall mal, stellen es überall mal hin, wenn wir irgendwas lesen wollen etc. Ist das einfach super am Abend. Hier haben wir 2 Haken verbaut, einfach für Kleidung, weil dann die Kleidung doch immer rumliegt, hat sich das sehr bewährt. Wir haben hinten, das seht ihr später noch, so kleine Magnete, die wir auch gerne überall hinhängen. Hier haben wir auch einen, fällt mir gerade auf. Da hängen wir unseren Schlüssel ran. Die sind super bombenstark und du kannst halt einfach überall hinhängen. Das ist natürlich super, rein theoretisch auch dort, aber da ist er. So, unsere 3 Affen hier, die sitzen normalerweise dort oben und die haben wir mit Klettverschluss festgemacht. Und dann sitzen sie hier und halten Bomben fest. Sie wackeln zwar, aber sie fallen halt nie um und auf der Fahrt sind sie super gesichert. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, es gibt eine Studie, die besagt, dass 0-positive Menschen, also mit der Blutgruppe, eher gestochen werden. Ich bin 0-positiv und Sascha nicht. Dementsprechend haben wir für mich einen Insektenschutz gebaut. Der sieht so aus, der geht dann bis komplett hier rüber, verschließt komplett und ist super praktisch, vor allen Dingen zum Abends auflassen, wenn man die Tür auflassen möchte. Ja, wir sind Fahrradliebhaber und deswegen sind unsere netten Fahrräder überall mit dabei.
und wir haben da einfach so einen Fahrradträger Gebrauch gekauft, sind so mit Klemmen befestigt und jetzt haben wir es eben überall mit, ist echt praktisch. Und eins noch vorweg, das haben wir noch nie erwähnt, wir haben Alarmanlage verbaut, da können wir nämlich auch die Fahrräder nämlich miteinander mit so einem Draht verbinden. Sobald das Draht durchgeschnitten wird, geht die Alarmanlage los. Nun kommen wir zum Kofferraum. Das ist die geliebte Auszugsschiene, die ist 1,20 Meter lang, ist bis über 150 Kilo belastbar und da sind die ganzen Sportsachen hinten drinnen und wir haben eben zwei große Boxen, die zeige ich euch schnell. Das ist zum Beispiel eine von der Franny, die hat das cool geordnet mit so kleinen Taschen und da werden dann immer die Kleinigkeiten rausgenommen und oben wieder nachgefüllt, wenn zum Beispiel eine Wäsche schmutzig geworden ist oder so. Also hier. Genau, wir haben unten überall die ganzen Wintersachen drin, also wenn es sehr kalt ist, können wir da alles hinten nämlich rausholen, dass wir nicht alles vorne haben. Mit dem sind wir richtig happy, das kann man jedem empfehlen. Dann kommen wir hier schon zur Dusche, das ist quasi unser Duschregal, da sind jetzt alle Sachen drin, auch vom Surfen und so weiter. Schaut nicht so gerne aus. Und hier hätten wir nachher auch noch ja, die Outdoor-Dusche, das ist die kalte Dusche. Ja, kann man hier duschen oder man kann das zum Beispiel hier nachher einhängen. Dann können wir hier auch heraus duschen. Wir haben auch hier so Magnete befestigt, die und da kommt nachher ein Vorhang rauf. Dann kann man hier nämlich alles abschließen und kann man herinnen auch duschen. Ja, hier ist das Gleiche, da haben wir eigentlich alles schnell reingegeben. Was echt zu erwähnen sind, sind diese Sesseln, die sind mega praktisch und passen nämlich gerade in Hochformat nämlich da rein. Ich fand sie am Anfang nicht so sexy, weil sie einfach grau sind, aber sie sind einfach mega cool, weil sie super leicht sind. Also jetzt kein Scherz, guck dich das mal an. Also das ist wirklich super leicht und sie lassen sich, und das ist das Coole, super schmal zusammenlegen und das wollten wir halt haben. Passen hier super einfach rein. Die sind von der Marke La Fuma. Die haben, machen noch so generell auch Liegen, so Sonnenliegen. Sind ein bisschen teurer, aber sie haben sich halt wirklich bewährt. Und da haben wir den Tisch dazu, kann man schnell rausnehmen und einfach aufstellen. Hier haben wir die wieder Euro-Boxen, wo Schuhe und andere Sachen drinnen sind. Und hier sind unsere Skateboards und wie gesagt, das ist der ganze Laderaum, der was nach vorne geht. Da können wir echt die ganzen Surfboards auch reingeben, Ski reingeben und so weiter. Was wir hier haben wir wieder die Klettverschlüsse, die haben wir überall irgendwo befestigt, damit wir zum Beispiel hier die Matten anheften können oder zum Beispiel oben die Gitarre von der Franny, die haben wir auch mit den Klettverschlüssen nach oben gegeben. Normal sind die Skateboards auf der Decke hinten oben mit diesen Klettverschlüssen, aber derweil nimmt leider die Gitarre relativ viel Platz ein. Ja, wir haben hier überall so Möglichkeiten, dass wir auch zum Beispiel unsere Neoprens aufhängen können. Wir können zum Beispiel auch da vorne aufhängen. Wir haben hier auch so eine Halterung und hier ist ein Magnet. Dann können wir es auch hier aufhängen. Hinter dem Auszugsregal, was Sascha vorhin rausgezogen hat, ist unser 110 Liter Tank verbaut. Das ist ein Tank, der genau über den Radkasten passt. Deswegen für uns optimal, um einfach Stauraum zu sparen. Und hier auf der linken Seite auch wieder, um Stauraum zu sparen, haben wir den Schlauch aufgehängt. Der ist halt einfach perfekt, um das Wasser überall zu befüllen mit unterschiedlichen Aufsätzen. Ja, was Sascha gerade gezeigt hat, diese Aufhängungsmöglichkeiten sind halt wieder diese Magnete, die ich kaum abkriege, weil sie so fest sind. Die sind wirklich einfach ein Must-Have, weil man sie einfach wirklich überall randotzen kann. Und hier sieht man die Strebe von unserem Bett, diese IKEA-Strebe. Und die ist halt aus Metall und dementsprechend hält es bombenfest. Eine Sache, die Sascha am Anfang nicht so wollte, aber sie hat sich immer wieder bewährt natürlich, und zwar so eine kleine Mini-Auszugsgeschichte, wo wir einfach unsere gewaschenen Sachen raufhängen können und die trocknen dann super schnell, kann man auflassen. Und ja, normalerweise können wir das auch, wenn die Gitarre da nicht hängen würde, können wir das auch sogar so lassen und dann die Tür zumachen, aber so machen wir es jetzt immer wieder zu. Und dann kann man das auch wieder einklappen und wieder mit einem Klettverschluss festmachen. Hier ist unsere geliebte Surfbretthalterung mit Spanngurten, natürlich nochmal extra fixiert. Ihr seht hier auch nochmal, um die Boards zu schützen, haben wir auch nochmal was hier drumherum gemacht. Und das ist auch nochmal abgeklebt. Hier ist auch nochmal Schaumstoff drin, dass es einfach ein bisschen soft ist. Hier sind passen drei Boards drauf, wir haben aber davon einen Softtop. Das macht es natürlich auch noch mal ein bisschen, alles ein bisschen weicher und besser zu stapeln. Und sie haben einfach unterschiedliche Längen.
Was auch nochmal hilft, das Ganze zu transportieren und das einzupassen. Wir haben aber sogar bei allen Boards immer die Finnen drauf und machen sie einfach nur in den Notfällen sozusagen weg. Wir hoffen, euch hat unser kleines Zuhause gefallen. Ja, unten in der Beschreibung findet ihr nachher die ganzen Links von den Videos. Und vielen Dank für die ganzen Fragen vom letzten Video. Und die werden wir jetzt euch beantworten. Also die erste Frage ist vom Joachim und der hat uns da reingeschrieben, die Rückwand hinter den Sitzen ist verschlossen, Fragezeichen. Ja, sie ist verschlossen, also sie ist vollkommen durchgehend. Wir haben mehrere Varianten überlegt, ob wir nicht doch eine Schiebetür hätten machen sollen. Genau, was Joachim nämlich auch in den Kommentaren angesprochen hat, dieses schnell wegfahren können in irgendwelchen Notsituationen, das haben wir jetzt sozusagen nicht. Wir hatten zum Glück das Problem noch nicht, dass wir irgendwie schnell wegfahren mussten. Ich passe aber durch das Fenster durch, das haben wir auf jeden Fall schon mal ausprobiert. Der Vorteil für uns war halt einfach die große Arbeitsfläche, die sich daraus ergibt. Also wir haben einfach ganz viel Stauraum, dadurch, dass wir einfach alles durchgehend haben. Weiterer Vorteil ist dieses Wohnungsfeeling. Und für Winter bzw. für kalte Jahreszeiten, weil wir ja auch in Norwegen unterwegs waren, haben wir gemerkt, dass wir den Raum einfach so viel schneller warm bekommen und auch nachts dunkel. Das ist auch die andere Sache. Es geht einfach super fix, den Raum zu erwärmen. Uns hat gerade die Taube gestört, die sind fast eingeflogen. Okay. Ja, haben wir alles? Ja. Der Leon hat uns gefragt, was habt ihr anders gemacht als die anderen? Ich glaube, das Hauptaugenmerk war auf zwei Sachen, einmal Gewicht und Stauraum. Wir haben wirklich ganz oft überlegt, okay, können wir da die Rückwand rauslassen, können wir da den Stauraum noch irgendwie nutzen, können wir da noch weiter reingehen. Und dadurch haben wir den Stauraum und das Ganze so optimiert, dass wir einen relativ breiten Gang haben und uns nicht so vorbeischieben müssen wie andere. Ich sehe es bei meinem Dad, der hat so einen Pössl, die haben relativ wenig Platz im Vergleich zu uns. Und wir haben einfach jedes Mal darauf geachtet, dass wir da wirklich das Maximum rausholen. Und zum Gewicht kannst du ja vielleicht auch noch was sagen. Ja, beim Gewicht haben wir halt alles mit Pappel ausgebaut oder zum Teil ist Palowinerholz haben wir auch genommen. Ja, genau, Palowinerholz haben wir auch genommen. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir auch eher die dünneren Platten nehmen. Und bei der Küche wird oft mit Doppelwänden gearbeitet, da haben wir zum Beispiel nur einzelne Wände reingebaut. Also wirklich überall gespart, was geht. Und deswegen sind wir jetzt da unter 3 Tonnen mit dem Auto. Also wir haben, glaube ich, 2,9 mit geladene Tanks. Also gefüllte Tanks meine ich und sind mega happy und wenn man das so vergleicht mit unseren Bekannten, wir verbrauchen wirklich im Schnitt fast 1 Liter weniger und sind echt ja, einfach ja, schnell unterwegs auch. Ja. Also man merkt das auch da auf die Berge rauf. Ja, ja und uns fällt ja auf der Reise, wir treffen ja dann doch viele andere und für den L2 H2 haben wir einfach super viel Platz. Also das ist das, was uns ja, vielleicht so ausmacht und abhebt von anderen. Also das sind wirklich ein paar neidisch, also die sind mit einem L3 da gewesen, ein anderes Pärchen mit einem L4 und wir vergleichen das immer ein bisschen und wir haben echt meistens mehr Platz als die anderen und das fühlt sich angenehmer an drinnen, also ist echt cool. Kommen wir zu der nächsten Frage, die ist von Herbie und zwar, ihr empfehlt für den Hohlraumschutz mit Wachs davor mit Brunox zu besprühen, hat sich das bewährt? Ich frage, weil der Wachshersteller angibt, dass es ohne Grundierung direkt auf die leichtrostige Oberfläche aufgetragen werden kann. Genau, also das ist von dem einen Video, wo wir quasi mit dem InnoTech, das ist einfach so ein Spray, das alles einsprühen. Und da steht wirklich oben, dass man eben das gleich direkt draufsprühen kann. Von einem Bekannten von uns, die sind in so einem Oldtimer-Verein und die machen das eben so, dass immer die Roststellen wegschleifen, dass das behandelt wird und dann kommt so ein Brunox drauf, das ist eine spezielle Grundierung und dann sollte man das Wachs eben drüber geben. Wir haben das seit vor 1,5 Jahren gemacht und an den Stellen, also da ist einfach gar nichts. Also da ist immer noch der Wachs, also das Wachs oben und es funktioniert super und passt alles. Aber laut Herstellung eben ist das so auch. Also möglich. Ich würde auch sagen, besser sozusagen doppelt und sicher gehen, weil sobald du einmal Rost hast, ist halt scheiße.
Ja, das stimmt. Und deswegen haben wir das. Von dem haben wir eigentlich am meisten Angst gehabt. Ja, genau. Und wir als Österreicher, oder ich als Österreicher, aber weil wir in Österreich waren, ist es halt eben doppelt sicher mit dem ganzen Salz, was wir haben in den Bergen und so. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Muga hat gefragt, warum habt ihr einen großen Teil der Innenflächen nicht gedämmt, also in Bezug auf die Holme? Ja, also wir haben ja die großen Flächen, wie ihr gesehen habt, haben wir gedämmt. Im Zeitraffer-Video ist vielleicht einmal kurz vorgekommen, dass eine Strebe, wo wir das rausgehammert haben, da ist eine Frage gekommen, die haben wir dann auch nochmal gedämmt. Also es sind wirklich alle Flächen eigentlich gedämmt. Nur die Holme, die haben wir nachher freigelassen. Erstens aus dem Grund, weil da nachher ein Holz raufgekommen ist. Und damit wir eben die Unterkonstruktion haben, das ist nachher im nächsten Video, also bei dem Unterkonstruktionsvideo sieht man das nachher, wie wir das genau gemacht haben. Und dann ist wirklich, die ganzen Übergänge sind nachher schon nochmal gedämmt worden. Das ist leider vielleicht bei dem ersten Video, bei dem Video nicht drüber gekommen, weil wir das freilassen haben müssen fürs Holz. Direkt bei die Holme rein, ja, sollte man nicht dämmen, weil das muss frei bleiben, weil da das entstandene Kondenswasser da drinnen, das muss irgendwo abrennen. Und wenn das drinnen gedämmt ist, dann kann sich das dort verfangen und das kann zum Schimmeln anfangen. Das wollte man verhindern. Also sollte man laut Forum nicht machen. So, nun kommen wir zur Frage vom Dominik. Habt ihr auch eine Toilette? Wie ihr in dem Video gesehen habt, ist die Toilette zwischen unseren beiden Sitzgelegenheiten verbaut zum Ausziehen. Es handelt sich um eine Trilino-Toilette. Das ist diese Trenntoilette, die teurere Variante. Es gibt aber auch eine günstigere, die Boxio. Die ist mittlerweile auch von vielen verbaut worden, beziehungsweise verbaut man die nicht wirklich, sondern stellt man sie einfach nur rein. Für uns ist das der Vorteil bei der Trenntoilette, dass wir nicht mit der Chemie agieren und das überall loswerden können. Das hat sich bei uns nämlich sehr bewährt, weil wir einfach so selten auf den Campingplätzen sind. So, die nächste Frage von Sanimas. Habt ihr Berufserfahrungen? Nein, wir gehören zu der von nicht so allen Menschen sehr gerne gesehenen Berufsgruppe Lehrer. Lass ich jetzt einfach so stehen. Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Wir haben uns das eigentlich echt alles selbst angeeignet. Das ist im ersten Video, haben wir es sogar kurz besprochen von den ganzen Ausbauserien. Wir sind nur so ein bisschen handwerklich vielleicht nicht begabt, aber haben ein bisschen Erfahrungen. Ja. Aber wir sind überhaupt keine Experten und haben echt viel im Laufe des Projektes dazugelernt. Und da vielen Dank an Conny, der hat uns echt viel, viel gezeigt, ja, weil er ein Hobbytischler ist und ein Hobbymechaniker. Und der hat uns auch sehr viel gezeigt. Und ja, das macht viel aus, wenn uns da wer beiseite steht. Zur nächsten Frage von Caroline. Habt ihr denn ein Jahr lang Vollzeit an dem Ausbau gearbeitet oder nebenbei noch gearbeitet? Wie viel Zeit am Tag habt ihr insgesamt reingesteckt? Ja, also das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil wir am Anfang vom Projekt nicht gewusst haben, dass wir wirklich drinnen leben werden. Also wir haben eher gedacht, dass das ein Wochenende unser Kurzurlaubauto werden wird. Und da haben wir ja schon ein Video gezeigt, dass wir ein Mountainbike-Bett zum Beispiel gebaut haben. Und wir sind nach Norwegen draufgekommen, boah, das wäre unseres. Und dann haben wir das Ganze nochmal umgerüttelt. Wie viel, dass wir da wirklich gearbeitet haben, wir haben meistens in der Freizeit, also am Nachmittag ein bisschen gearbeitet, aber auch ein-, zweimal in der Woche während dem ganzen Jahr. Und an den Wochenenden, die meisten Wochenenden und die Feiertage haben wir immer gearbeitet und das fast ein ganzes Jahr durch. Eine Sache, wo wir uns echt super gestritten haben und uns das eine Mal auch, glaube ich, trennen wollten, war, weil wir unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie weit man vorausplanen muss. Und wir haben das mit dem SketchUp und Vanspace. Vanspace ist nämlich das, was ihr ganz am Anfang gesehen habt, wo man so ein 3D-Modell auch hat, wo man den Bus sieht. Ja. Und SketchUp ist einfach viel genauer, da ist die Franny-Expertin, da kann man wirklich die Maße und alles noch viel genauer planen. Und so wenig am Anfang sozusagen vorwärts geht, wenn man das mit SketchUp macht, weil man ja einfach viel plant, viel misst und das nochmal umschmeißt. Am Ende geht es halt viel, viel schneller, das umzusetzen und du hast nicht so viele Korrekturen, die du dann machen musst. Und ich habe mich da zu wenig dann durchgesetzt. Also am Anfang schon, dann sind wir gegeneinander geclasht und dann dachte ich, ach, wir machen einfach. Und das hat uns dann das ein oder andere Mal ein bisschen Zeit gekostet, weil wir korrigieren mussten und es nicht mehr gepasst hat. Also zum Beispiel haben wir das Bett dann nochmal verändert. Von Mountainbike wollten wir es dann ein bisschen tiefer setzen, haben wir es zu tief gesetzt. Da mussten wir es wieder hochsetzen. Und es ist einfach so wichtig, am Anfang wirklich das durchzuplanen, wofür brauche ich das Ganze und was ist sozusagen mir wichtig. Also brauchen wir die Mountainbikes im Auto oder nicht?
Und da ganz kurz vorweg, also ein paar Freunde haben nämlich schon mit seinen 3D-Modulen haben das geplant, also die haben einen 3D-Scan innen vom Bus gemacht und dann geplant. Der Vorteil ist nämlich mit dem, dass ihr nachher einen kompletten Plan habt vom ganzen Bus und seht ihr die Zusammenhänge. Wie ihr schon seht, auf so einem engen Raum bei uns, da passt alles jetzt zusammen, aber wir haben 2-3 Mal umbauen müssen. Ja? Zum Beispiel, dass unten die Schublade, dass wir da sitzen können, dass der Tisch gleich hoch genug ist und so weiter und das mit dem Bett zusammenhängt. Also so ein 3D-Scan, muss ich ehrlich sagen, das wäre für mich persönlich beim nächsten Projekt ein Muss. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Fritzki. Traumhaft schöne Landschaft bei 11 Minuten 23. Wo ist das? Wir haben geguckt und ihr meint diese Luftaufnahme, beziehungsweise Fritzki meint diese Luftaufnahme von oben. Das ist in Asturien. Wir sind ja entlang der Küste gefahren, von die Küste Spaniens. Und das ist in der Nähe von Playa Vega oder Berbes heißt er auch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es gibt auf jeden Fall da auch nochmal ein Video, weil wir ja die Reise auch nochmal dokumentiert haben. Das kommt auch nochmal online, aber das ist auf jeden Fall ein absolutes Muss, da an der Küste entlang zu fahren. Ja, da habe ich gleich eine Frage. Würde euch sowas interessieren, wenn wir mal so ein Reisevideo machen, also wo wir mit dem Bus unterwegs waren? Wir sind die ganze Nordatlantikküste entlang gefahren und Portugal runter, bis auf Teneriffa eben. Wenn euch das interessiert, schreibt es unten nochmal in die Kommentare rein. Würde uns interessieren. Nun kommen wir zur letzten Frage von der Marita. Baut ihr mir auch einen Van aus? Jetzt gerade ist schwierig, würde ich sagen. Wir sind auf jeden Fall offen für solche Projekte, aber im Moment kümmern wir uns gerade um unsere Online-Präsenz beziehungsweise um einfach Geld verdienen, während wir reisen. Das heißt aber nicht, dass wir euch nicht irgendwie für Fragen beiseite stehen. Also Marita, wenn du Fragen hast während des Ausbaus oder irgendwie anfangen möchtest und da irgendwie was unklar ist, immer gerne fragen. Wir probieren es so schnell wie möglich zu beantworten. Genau, zum Projekt selbst. Meine Mama hat nämlich auch schon gefragt, die hat uns auch schon reserviert, also uns eigentlich reserviert, aber die Freundin wird glaube ich nicht dabei sein beim Ausbau. Also wie wird ihr noch helfen beim Ausbauen? Und dann mal schauen, vielleicht kommt noch ein Projekt dazu. Die nächste Frage ist vom Steppe. Wie teuer war die Fähre nach Teneriffa? Ja, wir haben uns für die Variante von Huelva entschieden. Es gibt auch die Möglichkeit von Cadiz rüber zu fahren. Also vom spanischen Festland, diese zwei Varianten. Und wir haben 750 Euro bezahlt, ohne Kabine. Es gibt welche, die haben das günstiger bekommen. Wir waren relativ spontan oder beziehungsweise haben wir uns relativ festgelegt auf 3 oder 4 Tage und deswegen war es eingeschränkt. Wenn ihr flexibel seid, dann findet ihr auf jeden Fall eine günstige Variante. Es gibt welche, die haben zum Beispiel 550 bezahlt, auch mit einem L3H3. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, und nächste Woche geht es nachher um die genaue Kostenaufstellung vom ganzen Ausbau, wie viel uns das gekostet hat, wirklich auf den Cent genau und was wir vielleicht anders machen würden beim Kaufen oder so, wo wir nachher wirklich noch viel mehr einsparen könnten. Abonniert den Kanal, dann versäumt ihr keine weiteren Folgen und wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare hinein, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Achso, und kostet nichts, den Kanal zu abonnieren.